Spiele nicht vor und doch passiert's. Warum spawnen die hier überhaupt? Hier ist so hell durch die ganze Lava. Aber ich bin so versucht, da jetzt rüber zu gehen, weil da Pilze sind. Nein, tu's nicht. Auf der anderen Seite der Lava, natürlich. Wo sonst? Was macht die CCS? Ich versuche gerade zu connecten. Ich meine, hier haben wir im Grunde alle Facetten des Minecraft-Lebens. Bugs. Noch ein paar Bugs. Nein, also ich will jetzt ja mal nicht so schlecht reden. Ist ja ein cooles Spiel im Prinzip. Und zwei Drittel funktionieren ja. Ja. So, wenn ich jetzt den Weg wieder zurückfinde, aber ich habe es ja schon mal geschafft. Hier ging's hoch. Was machst du dabei? Ich? Jetzt immer ein bisschen was. Du nimmst dir auch auf. Ach so, natürlich, ja. Das darf ich nicht vergessen. Ja, Zombies killen. Nein, was ich mache ist. Also du beschaffst mir Essen sozusagen. Ja, momentan. Ja, mehr oder weniger. Fu Creeper. Ah, oh, ich sehe dich. Was machst du denn da? Ich dachte, du bist oben irgendwie. Ja, da hat's Bumm gemacht. Ja, hinter mir ist ein Zombie. Hilfe. So, weg gesagt. Wo geht's hoch? Hinter hier dir, irgendwo, schau mal. Ne? Hier, da ist ein Schild, ja. Hoch und dann rechts. Ja. Ja, wenn du mitkommst, ich habe jetzt die Lava, mit, also. Ja. Wir können dann gerne oben das Portal gießen. So, rauf. Hinter dir. Ah, das hab ich schlecht markiert. Moment. Oh ja. Ich setz das Schild neu. Ja, nochmal. So, Kike ist bei mir immer noch als Steve in der Wohnung und schaut die Kiste irgendwie an. Mir fällt jetzt da nicht das passende Adjektiv ein. Wie cool. Starrt die Kiste an. Rüdchen, wenn du dann runter gehst, schaust dann, ob das Schild so besser ist, okay? Ja, ich geh nochmal runter. Es ist nämlich eh gerade Nacht. Wir können jetzt nicht raus oder. Achso, schlafen wir, ja. Machst du die Tür zu, okay. Ja, es schaut lustig aus. Joint left. Gut. Okay. Ja, joint the game mal wieder. So, da ist eine Spinne irgendwie am. Ne, die ist tot. Aber irgendwo ist noch eine. Na, über uns. Über uns ist eine lebende Spinne. Ah, die ist friedlich. Meine ist. Oder doch ist sie, ja. Gib's mir mal die zwei Kübel kurz. So, ich hab sie mal trotzdem gekillt. So, ist ein bisschen unrealistisch, dass ich die jetzt einfach durch die Gegend schmeißen kann. Zwei Kübel mit Lava drin, ja. Ja, du hast eins liegt noch da. Puh. Ich hab da den Kübel wieder hingeschmissen. Den leeren, also, ja. Okay. Achso, ich brauche jetzt Wasser. Kommst schnell hier mit. Hier ist ein Kübel. Kommst brauchst mit? Du einen Kübel? Komm mal schnell mit. Kübel. Na gut. Okay, ja. Bitte einmal Wasser. Ja. Ihr habt meine tolle Ordnung ganz durcheinander gebracht. Ich habe so schön aufgeräumt. Ich habe überhaupt nichts durcheinander gebracht. Und zwar. Hier, nimm mir doch wieder den Kübel. Ja, dann geh mal schnell. Du das mal. Dann sehen die Leute auch, was du machst. Die sehr geehrten Damen und Herren vom Publikum. Ich mache mir hier eine unendliche Wasserquelle, damit ich nicht immer zum Wasser laufen muss. Das mach, und zwar Wasser vermehrt sich, wenn zwei Blöcke daneben auch Wasser ist, also ein Wassersource-Block ist. Zwei Blöcke neben dem Block macht den Block darinnen zum Source-Block. Ja. Mhm. Ja, das heißt, du brauchst einfach nur drei Wasserblöcke nebeneinander machen. Ich brauche nur zwei Wasserkübel, um eine unendliche Wasserquelle zu generieren. Passt. So.
So, und hier hast du den Kübel und jetzt kannst du wieder Lava sammeln gehen. Wieso können wir nicht eine einzelne, können wir nicht so eine Lavaquelle machen? Nein, weil nur Wasser aus Sourceblock, aus zwei Sourceblöcken mehrere machen kann, aber nicht Lava. Mhm. Das ist ein bisschen ja. Das Problem. Drum verwenden wir für nochmal Redstone. Ach so, weil damit kann man dann. Ich überlege mir einen Weg, wie wir das jetzt mit Redstone machen können, okay? Du. Was mit Redstone? Wo hast du jetzt das Lava her? Ja, ich habe 3 Kübel mitgenommen. Ah, gut. Okay, dann gibst mal den einmal. Du kannst dabei nur Lava hin, das brauchen wir sowieso und ich überlege mir das mit Redstone. Ja, gib dir mal einen. Ja, ich habe ihn nicht. Wo ist er? Ich habe ihn weggeschmissen. Nee, ich habe ihn nicht. Ach, da liegt er. Okay. Okay, so, das hier haben wir schon wieder oder brauchst du den noch? Da ist Lava drin. Ja, den behalte ich mir. Achso, meinst du den Moment dabei? Irgendwo in den Boden füllen? Achso, dann brauchst du ja ihn einmal. Okay, passt. Nein, dabei brauche ich in dem Moment. Damit Lava herum bleibt. So. Hier, passt. Danke. Wie viel Lava brauchen wir insgesamt? Wahrscheinlich eh nur noch eins, aber füll's einmal an. Ja. Okay, wie machen wir das jetzt mit Redstone? Redstone funktioniert so, dass ich Lava auf die Redstone-Leitung drauf gieße und dann von der Seite Wasser hinzukommt. Oh, ganz viele Creeper. Scheiße, mein Minecraft-Ton ist aus. Ich muss da nochmal irgendwie. Nee, oder auch nicht. CCS, du kannst in der Zwischenzeit ja versuchen, dass du das, dass du unsere Farm ein bisschen erweiterst. Ja, ich suche gerade schon nach Samen. Es sind ein paar Samen in unserer Unterkunft. Ich glaube, die habe ich schon genommen, oder? Ich weiß es nicht. Achso, das sind normale Saplings, ja. Oh, ich habe ja ganz vergessen, meine Beute. Ach, noch mehr Gegner. Moment. Komm mal schnell zur Unterkunft zurück oder zumindest in die Nähe. Ja, Moment. Nein, nicht du, ich meine die CCs. Also. Ja, sofort. Ah, da bist. Pass auf. Chuck. 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 Chuck Norris. Chuck. Hier hast du genug Gras. Das heißt, du kannst jetzt auf Samen abgrasen. Hä, wo hast du das her? Wie hast du das da hingemacht? Wenn du Knochenmehl verwendest und es direkt auf dem Boden benutzt, dann wird Gras draus und eine Blume. Du kannst übrigens auch was Neues anbauen. Das lege ich jetzt mal hier in die Kiste. Hoffentlich ist die richtige und du schimpfst mich nicht, weil ich dein System kaputt mache. Hier sind Pumpkin Seeds. Nice. Kann man die auch essen, die Pumpkins dann? Nein, Pumpkins nicht. Man kann aus Pumpkins, glaube ich, die Jack-O-Lanterns machen. Ja, das weiß ich. Melonen kannst essen. Aber Melonen-Seeds haben wir noch nicht gefunden. Ne? Keine Samen von gekriegt. Und bei Pumpkins. Oh, und sie ist rausgeflogen. Ja. Ja, und bei Pumpkins? Bei Pumpkins musst du aufpassen. Du brauchst ein vorgeackertes Feld, auf dem kein Seed ist, das neben dem Seed steht, damit der Pumpkin wachsen kann. Ja, genau. Das ist wie bei Kakteen. Nein. Nein? Du hast auf einem Feld also ein geackertes Feld, da steht das Seed drauf. Ja. Und ein geackertes Feld, da wächst der Pumpkin hin. Ah. Okay? Ja. Das muss frei bleiben. Und ich habe jetzt 9 Seeds.
Cool. Ich stell die rein in eine Kiste, dann kannst du es nachher holen, wenn du wieder zurückkommst. Ach Leute, was haben wir denn keine Federn oder so? Nein, aber ich kann. Ah, da sind noch ein paar Pfeile. Moment, warte schnell, warte schnell. Hast du oder da hast du welche da gerade? Oder Pfeile? Es sind nicht viele, aber. Ja, danke. Ich übrigens, benutze eh nur. Der Bogen sollte jetzt auch einen Health Points haben, oder? Der sollte. Ja, genau, habe ich. Ist ein bisschen negativ, ja. Einmal benutzt und ist jetzt ein bisschen beschädigt. Es ist noch ein weiterer Bogen da. Nur, ich weiß nicht, wenn es sich nicht mit dem Schwert irgendwie machen lässt. Welches mir gerade auch wieder zerbrochen ist. Der Vorteil, den diese CCS hat, sie braucht weniger Essen, weil es weniger online ist. ja, ich weiß, der war jetzt nicht. Hier war gerade was runtergefallen. Nichts passiert sonst. Ich hatte nur gerumpelt nebenan. Ja, ja. Deswegen habe ich mich gewundert. Ach so, real life, okay. Ja. ja, das konntest du natürlich nicht hören jetzt. Und die Zuschauer vor den Heimempfangsgeräten auch nicht. Oder wie sagt man so schön? Keine Ahnung. Brauchen Pumpkins Wasser? Ja, zumindest die Seeds. Das heißt, am besten, was du machen kannst, ist, dass du dir was Neues gräbst. Mhm. Und zwar, dass das 4 breit ist. Mhm. Außen stehen die Samen am Wasser, innen kommen dann die Pumpkins selbst hin. Okay? Das heißt, jetzt in dem Fall, wo ich stehe, wäre jetzt ein Seed. Hier wäre das Pumpkin selbst, dann wäre wieder Pumpkin und dann Seed. Ah, und Wasser okay. Dann wieder auf der Seite da, okay? Ja, okay. Passt. Ja, ich bräuchte schon, wie sagt man, einen Titel in Agrarwissenschaft, oder? Ja. So, hat sie dir nicht vorher irgendwas erklärt? ja. Ja, ich weiß. Ach, schon wieder. An der Stelle ist ein immer Monster, jetzt ist ein Creeper da. Fuck you. Ah, hab ihn gehauen. Jetzt habe ich keinen Eimer mehr, jetzt muss ich mir erstmal einen Eimer holen. Beziehungsweise, hast du noch einen Eimer? Danke. Ich habe alle Eimer, ach, ihr habt noch welche da? Ich habe einen gemacht gerade. Also. Ist hier ein Loch im Boden, das ist gefährlich. Okay, während du den Eimer verwendest, fäll ich mal Holz, okay? Sag's mal, wenn's fertig bist. Ja. Und du kannst natürlich die unendliche Wasserquelle da verwenden, wenn du willst. Brauche ich doch nicht. Ich habe hier doch auch welche da neben dem okay. Ding, die ist auch unendlich. Du hast just an offer. Ja, brauche ich aber nicht. I decline. Weil, nee. Ja, und das nächste Mal, wenn's was brauchst, dann wirst du es nicht kriegen. Für meine unendliche Wasserquelle war vor deiner da. Wir fangen jetzt erst hier an, zusammen zu spielen und schon fießt ihr euch an. Es wird Nacht. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das geht nicht, ich bin in der Höhle. Also er könnte sich eventuell ausloggen. Ja, ich habe ein Bett gemacht, das kannst du beim nächsten Mal mitnehmen, okay? Das ist in der rechten Kiste. Ja, ich hab ein bisschen Geduld, ihr müsst euch jetzt halt irgendwie kurz anders beschäftigen. Ich bin schon unten bei der Lava. Und da kommt mir ein Creeper entgegen. Stirb. Er ist explodiert, aber mich hat's nicht getroffen. Es ist schon faszinierend, was man alles eigentlich machen kann, gell? Also, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Der eine geht Creeper jagen und macht alles Mögliche. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach oben, also geduldet euch noch kurz, dann können wir schlafen. Yay. Du hast doch vor einer Weile ganz viele Zombies gekillt. Wo ist denn jetzt das Fleisch von denen? Das ist aber nicht weggeschmissen, oder? Das können wir doch noch benutzen. Also ich habe hier 5 Stück Rottenfleisch. Ja, immer her damit. Ah, ein Creeper schon wieder.
Du wirst kommen dann, die nur immer her? Du wirst dann irgendwann abhängig von Rockenflash, ja, ja, sage ich dir. Und dann. Ah, wow. Das ist, oh, schön, er hat mir ein bisschen Flint. Ich finde aber, dass der Creeper Exploding Sound besser geworden ist. Ja, der ist nicht schlecht. Problem ist nur, dass ich ihn gerade nicht höre, weil mein Sound irgendwie abgespackt ist. Er ist zwar ungewohnt, aber nicht schlecht. Übrigens, wenn du ein bisschen Cobblestone hast, dann kannst du es ruhig daherlegen, gell? Hm? Wenn du Cobblestone übrig hast. Also du brauchst welches, wenn es mir... Das etwas in der Kiste ist, falls man kurz einmal Werkzeug braucht. Ach so. Also in der rechten Kiste ist ein Bett. Das kannst du dann mitnehmen. Ja, das nehme ich mit. Und... ich schlaf schon. Also meine nehme ich mit. Haben wir Federn inzwischen? Bett? Hast du ein paar Federviecher gefunden? Zufällig? Nein, aber das kann ich dann gleich machen. Ja. Schlaf erst einmal. Schlaf mal dabei und dann... Hoppala. Was ist mit deinem Klon hier? Musst du nicht schlafen? Der steht noch hier. Das liegt dann an deinem Client, sage ich dir. Ja, wahrscheinlich. Aber solange Ratzepü. So, weiter geht's. Ich find's nur amüsant. Und du bist übrigens wieder Steve bei mir, also nicht okay. Rotkäppchen. Ich glaube, ja, der jetzt die Lava. Warte, ich glaub, mal. Der jetzt sich mal neu einloggen sollte, bist du. Wow. Wow, ein brennendes Skelett. Ein brennendes Ex-Skelett. Kein Exoskelett. Nein. Ein. Ja, heb mal hier den Kram auf. Also, Creeper! Oh, du bist schon wieder woanders. Oh, Zombiefleisch. Ja, damit. Yay. Das sind meine XP. Ganz allein meine. Da ist Zombiefleisch. Bei mir. Her damit. Wild. Holst dir. Oh, ein Creeper, pass auf. Übrigens, wenn du mit CCs hast du schon gesprintet. Bitte was? Wenn du zweimal die nach vorn Taste tappst, dann sprintest du. Das kostet dir. Meter. W, die nach vorne Taste. Lecker. Du bist eklig. Und du hast hier. Du hast hier grüne Blasen. Du schaust krank aus. Wo war ich gerade? Kikis, hast du die Lava-Eimer da aufgehoben gerade? Ja. Ja, dann gib sie mal einen Meter. Weil die waren für ihn bestimmt. Moment. Möchtest du noch was holen oder lass das du dabei? Meinst du mich jetzt? Ja. Lava? Ja. Das kommt drauf an, ob du jetzt sagst, ob das reicht oder nicht. Ja, momentan reicht's einmal. Ja, dann lass ich's. Dann mache ich dabei irgendwas. Federn holen. Ja. Moment. CCs? Ja. Kübel? Gleich, sofort. Nicht in die Lava schmeißen, wenn es geht. Direkt. Da, hier. Ich brauche ihn nicht mehr. Nein, ich brauche ihn nicht. Ach so. Ich habe ihn dir gegeben, falls du ihn brauchst. Verstehe. Ich baue einen Zaun um dieses Lava-Teil. Okay, dazu brauche ich eine Tür. Ja, ich hack gerade noch ein bisschen Holz, einfach nur, falls es uns ausgeht. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch haben davon. Und ich meine, ansonsten, während du da an diesem Tor beschäftigt bist, kann ich ja unterirdisch nochmal schauen. Du könntest doch wirklich einfach mehr Lava holen. Ich mich jetzt erstmal neu ein. Ich weiß nämlich nicht. Ich habe jetzt mehrere Anzeige-Bugs hier und auch gerade keinen Ton. Also das ist schon ein bisschen kritisch jetzt. Okay. Ich logge mich gerade mal neu ein. Und was hast du gemeint, kann ich dann machen? Du könntest wirklich einfach mehr Lava holen, falls ich das mit dem Redstone nicht wirklich hinkriege. Na gut. Na, ich schaue erstmal, ob ich es hinkriege. Ja, nee, ist okay, weil ich hatte sowieso vor... Habe ich jetzt den Ton wieder?
Ja, okay, hat wieder Ton. Und ich kann nicht mehr connecten wegen. The server responded with an invalid server key. Ach juhu, wie schön das ist doch, dass dieses Spiel, dass sie so viele schöne Bugs gefixt haben. Okay, ich habe einen Zaun um das Lava gemacht, jetzt sollte man nämlich nicht mehr reinfallen. Sehr schön. Oh, ich habe schon. Ich habe wieder durchsichtige Steine. Und beim dritten oder vierten Versuch. Ne, jetzt habe ich den schwarzen Bildschirm, den du, glaube ich, vorher schon mal hattest. Wahnsinn! Juhu! Ah, nicht. Ja, das habe ich absichtlich, Alter. Ja, nein, ich habe das weggemacht, damit der Bug weggeht. Ach so. Aber es hat auch den Bug weggemacht, aber jetzt, wo du die Steine wieder hingesetzt hast, ist der Bug wieder da. Okay. Also, was lernen wir draus? Eigentlich wusste ich das schon, aber du wolltest ja am Release-Tag gerne anfangen. Tut mir aber leid. Aber mein Prinzip war immer bei, also den vorherigen, den Beta-Versionen, nach jedem Major-Release immer erstmal 2-3 Tage warten. Habe ich sonst immer so gemacht. Zwecks Bugfixes. Oh cool, ich kann. Hahaha, welches da. Dadurch, dass ich jetzt hier, wo ich gerade bin, neue Steine setze, mache ich den ganzen Boden unter mir durchsichtig. Ich kann jetzt da durchgucken. Bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Ja, genau. Der Zaun brennt mir gerade ab. Wie hast du das denn gemacht? Ja, weil ich es ums Lava rumgebaut habe und das ist ein Holzzaun. Oh, der Bug ist weg. Schade, jetzt wollte ich gerade noch einen Screenshot machen. Können Sie einen Screenshot vom brennenden Zaun? Ja, bitte hol noch Lava. Ich komme mit dem nicht ordentlich zurecht mit dem. Ja, gut, okay, dann gib mir die Eimer und dann. Warte, ja. Ich hab Eimer. Na dann her damit. Ihr könntet die auch in irgendeine Kiste tun. Moment. Ich habe noch einen Eimer. Wir füllen dich hier mit Eimer zu. Hier, pass auf, das ist jetzt ab jetzt die Eimerkiste, ja. Ich stelle die mal irgendwo hier hin. Okay, so, ich werde in der Zwischenzeit. Ihr könnt jetzt Sachen reintun, die ihr mir geben wollt und die ich euch oder so, die wir jetzt einfach. Oh, sorry. Ich werde in der Zwischenzeit. Nimm dein Bett mit. Ja, das habe ich schon. Okay, ich mache mir auch ein Bett, weil ich gehe jetzt auf Hühnerjagd. Ja, das finde ich gut, weil ich. Wir brauchen Federn. Ja. Damit unser Jäger auch Pfeile hat, braucht man natürlich auch Hühnerfedern. Spitzhacke nehme ich noch mit extra. Jetzt habe ich hier Zaun. Warum habe ich Zaunteile? Hier, nimm die mal. Danke. Ich werde es jetzt nicht unbedingt brauchen können. Ach, hast du das Vorhaben aufgegeben mit dem Einzäunen? Nein! Ich wollte ein Schwert machen, keine Spitzhacke, verdammt. Haha. Fail. So, ich bin auf dem Weg nach unten wieder. Viel Spaß. Oh, hab nur. Wo ist jetzt noch Zombie-Fleisch? Zombie-Fleisch? Ich glaube, ich hab's hingelegt. Rein in rechts, die Kiste. Okay. Danke. 7 Stück, das reicht erstmal. Nee, das ist echt. Also sei doch froh. Ich esse euch eure Reserven an anständigem Fleisch nicht weg. Ja, das ist, ja, stimmt. Eigentlich ist es praktisch, ja. So. Das kriege ich auch in gewissen Mengen wieder zurück, während ich hier unten bin, weil mir immer auch einige Zombies entgegenkommen. Na, weil ich auf dem Server, auf dem ich sonst spiele, habe was weiß ich, wie viele Stacks an Zombiefleisch rumliegen. Mhm. Okay, also ich finde, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal jetzt hier gemacht, aber ja, also meine bisherige Erfahrung, wie gesagt, zart. Ich glaube, ich nach Moment. Hühnchen und ist tatsächlich benutzbar. Also ich finde den Nachteil, den man davon hat, jetzt nicht sonderlich schlimm. Ich brauche einen Kompass. So, ja, wir haben ja Redstone. Redstone und Eisen, ja. Eisen, Gold haben wir auch. Das war die Uhr, ne? Ich verwechsel das nach wie vor. Ja, die Uhr brauchst vielleicht du, weil du ja untertags bist, aber nicht wir.
Naja, so. Ihr könnt mir auch sagen. Jetzt immer rein theoretisch würde ja eigentlich das Sonnenlicht reichen. Okay, Bett habe ich auch dabei. Das heißt, wenn es finster wird, mache ich mir einfach eine Notunterkunft. Und schlaf. Okay. Das heißt, wenn es finster wird, kann ich auf jeden Fall schlafen. Sehr schön. Bis mir das Essen ausgeht. Du gehst doch jagen. Ja, nach Federn. Ja, aber... Da kriegst du auch Essen, oder? Stimmt, da habe ich jetzt haufenweise Schweine. Hallo Creeper, hallo Skelett, hallo Lava, die mir entgegenkommt. Hallo Creeper, der das Skelett sprengt. Aber die Lava kommt mir entgegen, das finde ich nicht sehr nett. Eigentlich wollte ich die... Ja, die Lava. Okay, da habt ihr die Wortspielkasse bereit, die Lava ist sehr entgegenkommend. Oh. Ja, der war sehr schlecht, ja. Das gibt ein riesen Batzen Geld in die Kasse. In die schlechte Wortspielkasse. Was irgendwie lustig ist, seit 1.8, man geht hüpfend auf Schweinejagd. Weil man ja dadurch hüpfen dann Critical Hits hat und dadurch dann die Schweine schneller töten kann. Das heißt, man hüpft den Schweinen hinterher, um sie zu töten. Was irgendwie sehr absurd aussieht. Okay, es wird bald wieder Nacht. Mhm. Habe ich jetzt endlich die Quelle da erledigt? Was? Ich wollte nämlich eigentlich eine Lavaquelle zumachen, ja? Aber dann ist mir die Lava entgegengekommen und nicht. Was irgendwie sehr stört, ist, dass die Skelette jetzt nicht mehr Federn droppen. Weil dadurch die Federn um einiges seltener werden. Das stimmt, ja. Aber das war ja sowieso irgendwie ein Quatsch. Bug, würde ich mal sagen. Warum sollten Skelette Federn droppen? Ja, weil es ja Pfeile hat. Die Zombies waren das nicht, oder? Nicht? Warum sollten Na, das waren Skelette. Ich lieg bitte schlafen, ja. Ach, ist das scheiße. Jetzt vorher war die Lavaquelle, die wollte ich eigentlich ganz wegmachen. Jetzt ist das ein Riesenstrom, der hier runter rauscht. Da, 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 da. Was, schlafen? Ja, bitte. Oder ja. Was? Ja. Achso, ja, Moment. Ich muss noch einen brennenden Zombie gerade erledigen. Moment. Bitte. Kann ich denn hier schlafen oder werde ich dann von 19 aufgeweckt? Wie hoch ist deine Decke? Ich bin in einer Riesenhöhle. Ja, dann einfach 3 Blöcke nach oben, einen auf die Seite und dann das Bett draufstellen. Okay. Schnell, bevor hier die Monster spawnen. Ich bin hier im Freien. Jetzt habe ich mir extra einen Kompass mitgenommen und habe nicht geschaut, in welche Richtung ich eigentlich weg bin. Aber die zeigt doch immer auf das... Und das funktioniert, meinst du? Aber ich muss außenrum relativ hell haben, oder? Nein. Wenn nicht. Egal, jetzt habe ich ein paar Fackeln. Ich schlaf lieber mit dem Schwert in meiner Hand und dann funktioniert das schon. Ja, yay! Yay, es ist wieder Tag. Das, was ihr hier in meinem Feed gesehen habt, war die Notunterkunft. Das, was ihr bei mir nicht gesehen habt, war die Emergency 3 Block nach oben und einen zur Seite. Ja, so schlafe ich immer unter hellem, also unter freiem Himmel. Hey, hier ist ein Skelett. Und ich habe es erledigt, ohne ein Herzschaden zu nehmen. Sehr schön. Gratulation. Was kann ich denn jetzt machen? Was brauchen wir denn noch? Du könntest mal unsere Nahrungsversorgung verbessern. Hier, also ich meine, wie groß ist jetzt unsere Farm? Haben wir eine stetige Broternte? Nee, schon? Haben wir nicht, weil es noch viel zu langsam wächst und zu wenig. Okay, ich vergrößere noch. Ich gehe noch mehr Samen ernten. Also ich meine, ich bin versorge mich relativ gut mit den Zombies. Bisher, aber ich meine, an sich wäre es auch angenehmer, irgendwie da einen Vorrat an vernünftigen Essen zu haben. Ich mache es ja nur, damit ich nicht unsere
relativ begrenzten Essensvorräte aufbrauchen. Und ich habe Diamant gefunden. Ich bin draußen. Hast du eine Eisenspitzhacke dabei? Yep. Gut. Das sind sogar mindestens 4 Stück. Passt. Schau, dass du noch mindestens 1 bekommst, damit wir Diamantspitzhacke haben und 2 Diamanten übrig haben für einen Enchantment Table, okay? Aha, ich guck mal. Meine Ausbeute bisher eine Feder. Yeah. Oh je. Ergebnis, ich bin wieder runtergeflogen. Ich glaube, da wäre ein Monster Spawner, beziehungsweise nicht ein Monster Spawner, sondern ein Monster Farmer einiges besser. Wie nennt man es? Ich weiß nicht. Wie nennt man es? Eine Monsterfarm. Tower? Irgendwie sowas? Irgendwas mit Tower, oder? Habe ich mal gehört, den Begriff. Ich habe sowas noch nie gebaut, aber... Ja, das ist kein Problem. Ich werde es bauen, dann kriegt man nämlich sehr viele Pfeile. Von den Skeletten, die runtertroppen. Cool. Und abhängig davon, wie hoch sie fallen, kann man aus dieser Monsterfarm auch noch eine Experience-Farm machen. Mhm. Nice. Das heißt dann, zum Beispiel brauchen Monster 20 Felder, also 20 Höhenstufen, damit sie sterben. Wenn du dann 19 machst, haben sie noch ein Herz frei. Und dann killst sie mit einem Schlag und hast dann... Ich glaube, du solltest das vielleicht etwas genauer noch erklären, falls du das denn tatsächlich dann baust. Ja, ich würde es dann beim Bauen erklären. Ja. Weil das halt, denke ich, irgendwie ein Konzept ist, das jetzt nicht jeder kennt. Wenn ich zurückfinde. Oh, ja. Dein Turm, ich sehe den Turm. Yay! Super. Ich hab zu hören. Sehr schwach. Mhm. Ich glaube, ich bin nicht zu hören. Doch, du bist zu hören. Scheiße. Sag's ihm, CC. Ecke, ich hab grad keinen Ton, ich kann grad nicht sprechen und höre grad nichts. Okay. Okay, der eine kann nicht sprechen, ist aber in Minecraft. So, ich bin wieder da. Und sie kann sprechen, ist aber nicht in Minecraft drin. Nee, weil das ist. Was haben wir da bitte? So, jetzt, hallo, bin ich wieder da? Ja, du warst die ganze Zeit da. Ah, jetzt. Ja, ich habe ein Problem mit. Hat mit Minecraft jetzt nichts zu tun. Also, ach, komm. Du bist wieder weg. Ich muss mich da mal kurz drum kümmern, sonst geht immer schon weg. Okay. Dann bin ich irgendwie ganz alleine beim Let's Play. Oh, ich bin ja noch also geistig anwesend, nur mein Rotkäppchen nicht. Ja. Dass du Minecraft einmal neu installierst, oder? Ich weiß es nicht. So. Das müsste jetzt wieder funktionieren. Ich habe das jetzt wieder mit einem Stück Taser fixiert. Ich habe ein Achievement. Yay! Achievement Get Diamonds. Awesome. Oh, jetzt bin ich wieder da. So. Hier waren die Diamanten. Ja, aber die Ader war tatsächlich nur 4 Blöcke groß. Ja. Also ich komme jetzt damit erst wieder hoch. Ja, bevor du das verlierst, das wäre nämlich sehr schlecht, ja. Von wem höre ich denn da die Baugeräusche eigentlich durch? Meta. Durch den Skype durch. Bei Meta. Ich vielleicht. Moment, ich werde es ein bisschen leiser drehen. Sounds. Ich sag's nur zur Info, weil dann ist auf dem Video auch drauf. Und also nicht nur spielintern, sondern auch übers Mikro aufgenommen. Okay. Also es ist jetzt wahrscheinlich eh schon ein bisschen zu spät für den Hinweis, da du schon die ganze Zeit so auf bist.
Ja, das Problem ist, dass einfach normale Erde um einiges lauter ist beim Abbauen als der Rest. Ach so. Ja, es hat sich auch gerade nach Erde angehört. Oh, scheiße, ich habe einen Enderman angeguckt, aber es scheint nicht. Der Enderman nicht registriert zu haben. Wenn das Enderman jetzt registriert, schaut er zurück. Ja, er guckt weg. Und solange du nicht wegschaust, also wenn du hinschaust. Ja, aber ich habe hingeguckt und gleich wieder weggeguckt. Aber er guckt mich nicht an, also. Scheint in Ordnung zu sein. Ich verziehe mich jetzt von hier. Und ein Creeper. Ach Gott. Und der Enderman ist. Oh, hey. Ja, du bist aber noch nicht gestorben, also sehr Respekt. Die Rüstung. Ich meine, es hat einiges an Eisen gekostet, aber es hat sich bisher bezahlt gemacht. Glaube ich, ja. Schon wieder ein Creeper. Und ich lebe immer noch. Yay. Und mein zweites Geheimnis ist Zombiefleisch. Ja. Ja, vielleicht bist du deshalb unsterblich, weil du ja ein Zombie bist. Genau. Oh nein. Ist das so schlimm, dass man unsterblich ist? Nein, aber ein Zombie zu sein. Ach was. Also dann musst du den Manga bzw. Anime Sankarea lesen. Da ist nämlich Zombie sein nicht ganz so schlimm. Wenn ich ein Zombie wäre. Ja, gut, dass ich nur die... Also... Entschuldigung, erklär weiter. Vier Worte von dem Lied kenne. Irgendwie laggt's bei mir gerade enormst. Und ich weiß nicht warum. Es liegt am Rechner. Ist das Aufnahmeprogramm vielleicht? Sekunde. Ich glaube fast, mir ist gerade der Platz ausgegangen auf C. Ach du Schande. Nimmst du da, also. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 140 GB Film aufgenommen. Ja, wir können ja auch morgen weitermachen. Es ist schon 2 und ich bin eigentlich auch müde und ich bin gerade auch wieder rausgeflogen und das nervt mich. Okay, dann machen wir morgen weiter, sonst wird es nämlich nichts, dann kann ich den Speicher wieder freiräumen. Ja. Ist die jeder einverstanden? Ja, also. Okay, dann, liebes Publikum, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.